Müssen wir nur gucken, ob hier nicht wieder die Viecher. Ja. Da sind zwei Bakugan, sind da. Bakugan? Haben die ganz viele geschrieben, dass du Bakugan meinst. Diese Rollviecher, diese Ramusse da. Ja. Bakugan oder Bionicles haben sie geschrieben. Bionicles. Ja, aber du meintest doch diese kleinen Viecher, die man so andrückt und dann ploppen die so auf, oder nicht? Ja, dann war es Bakugan. Ja. Aber Bionicles? Sind auch geil. Aber die sagen mir viel mehr was. Bakugan sagt mir gerade nichts. Also Bionicles denke ich so, ja. Ja, das sind diese Lego-Dinger gewesen, die du immer zusammenbaust, aber das war nicht so wirklich so mit Rollen. Ah, dann mache ich vielleicht Bakugan. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu ARK, ne? Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Oh, das ist ein Bakugan. Für die Info für euch da draußen, wir haben natürlich hier die Distanz wieder ein bisschen Norddeutsch. Ein bisschen erweitert. Wir können nämlich jetzt ein bisschen weiter von uns entfernen. Oh shit, ich bin nicht mehr so abhängig von Kalle. Ja, eigentlich ist es ja im Live auch andersrum, nicht wahr? Nee. Also, die kommen doch schon die Ersten, die sagen, ja, ich mache nur Kalle nach. Oder? Echt? Das glaube ich nicht. Doch. Das glaube ich nicht. Doch. Das glaube ich nicht. Wirklich? Ehrlich? Ja. Ja, wie kannst du es wagen? Aber die Leute auf meinem Channel, Alter, die feiern natürlich auch die Sachen, die wir zusammen machen. Nee. Doch. Oh. So, wir fliegen nach Norden. Ja, wo ist Norden? Ach, da. Richtig. Ja, für euch nochmal als Info, ich zeige euch mal kurz die Karte. Wir wollen jetzt hier nochmal quasi straight up in den Norden gucken, was da in der Ecke ist. Wir haben jetzt mal auf einer Karte geguckt, wie die Beschaffenheit der einzelnen Rohstoffe ist. Das bedeutet, wir wissen jetzt ungefähr, wo ein bisschen Metall ist, damit wir hier mal vorankommen. Wir wollen natürlich auch unsere Base irgendwie dann bauen. Und ich kann es jetzt mit der Maus nicht zeigen, aber so rechts von meinem Viech gerade, also von dem blauen Cursor, den ihr seht, da ist eine gute Stelle theoretisch. Ja, da wo wir gerade waren quasi. Da gibt's. Ja. Du musst auf Ausdauer achten, ne? Ja. Weil sonst stürzt du ab. Ich hab noch ordentlich. Also wenn ich da oben rechts in die Ecke gucke, ich hab noch ordentlich. Ich sterbe jetzt. Aber der Nachteil ist jetzt natürlich, wir verlieren uns tausendmal jetzt, weil ich bin richtig kacke in Orientierung. Nee, aber wir sind ja direkt nebeneinander. Ja, richtig. Guck mal, und außerdem, ich sehe dich ja, egal wo ich bin. Das ist halt echt unbelohnt. Das ist belohnt. Für mich ist unbelohnt. Für mich ist es mal belohnt. Ja, aber hier ist aber, tut's auch schon wieder weh, Max. Ja, schon wieder heartbreaking. Man sieht es jetzt im Stream nicht. Lol, ja. Heartbreaking. Also ich bin dafür, einfach jetzt auch, damit wir jetzt mal vorankommen. Ja. Wir planten uns dahin, Alter. Wir pflanzen uns dahin, oder? Und dann bauen wir mal Base und das ist dann unsere Ausgangsbasis. Von da können wir ja überall da mal hin und erkunden. Aber hier zum Beispiel, hier ist auch Water. Wir brauchen Water und Iron. Water und Iron. Hier kämpft so ein Viech gegen so ein Bakugan, Alter. Kämpft hier Bionicle. Gegen einen Triceratops und ein Dings. Ja. Er hat gerade geschissen. Okay, ich kann auch kacken. Oh ja. Oh, schön. Lecker. So, Leute, wir haben jetzt mal... Cut. Schneiden wir raus, Alter. Ja, wir haben jetzt mal so ein bisschen auf der Map gefolgt. Ich werde immer so laut, wenn ich was erkläre. Ich weiß auch gar nicht. So, Leute. Leute. Ich habe jetzt mal... Also, was Kalle sagen will. Wir haben jetzt einen Sportalarm. Ja, wir fliegen jetzt in die Wüste. Ja, weil da gibt's die Kollerei, so bam, bam, da gibt's die MG-Typen, Alter, und Ackermädchen. Ja, und dann gibt's noch ein bisschen Metal, Alter, Metal, Leute. Genau, und hier Grüße gehen raus auch an... Apex. Mit Y zwischen ja, P. Nicht so wie das neue Spiel, Alter. Der ist schön in die Comments geslidet, hat einen nicen Tipp abgegeben. Hat sich Gedanken gemacht, verstehst du? Der hat sich Gedanken gemacht, mit Brain. Der war auch vor Ort, hat Location Scout gemacht. Ja. Und hat gesagt, ey, Kalle, Alter, 7880. Da fliegen wir hin. Das ist meine Nummer. Da sind wir dabei, Alter. Ich glaube, ich fliege ab jetzt immer nur noch flach. Einfach just ja, to be sure. Ja, einfach um die. Immer so 10 Kilometer oben. Das ist halt nicht Wolf. Was bringt dir das? Sieht geil aus. Oh, eine Schöpse. Schön gekackt. Wie ein Kack. Und pissen. Und scheißen. Schön ein Abwursten. Oh, so, lecker. Boah, egal. So, guck mal, den werde ich jetzt finishen. Pass mal auf. Alter, du hast ja richtig weggeputzt, Alter. Bam, Alter! Hast du aber schon gesehen? Ah, schicke Shirt hast du an, Alter. Sweater, Alter. Ich hab jetzt ein Sweatshirt, damit verstehst du? Damit bin ich sweet. Oh, ja, steht so. Hier. Danke. Hier ist hot. Da muss ich mal schnell rein, da in die Luzi. Was? Ja, hier ist hot. Da muss ich mal schnell rein in die Luzi. In die Blase da, Alter. Also, hier ist richtig Wrestling. Royal Rumble, Alter. Guck dir das an. Wahnsinn. Ja, das meine ich. Du kommst halt hier rein.
Oh, ist halt wirklich Royal Rumble, die Wüste. Ja, Cage-Match mit der Kuppel. Oh, schön, der Undertaker kommt da vorbei gleich, weißt du? Bam, bam, bam. Ich hab gestern wieder angefangen, Wrestling zu gucken. Du magst das nicht so, ne? Junge, ist mein Leben. Laber kein Scheiß. Ja. Okay. Ja, schön, die Eddie Guerrero gegen Kurt Angle Zeit. Ja. Da war noch richtig Konflikt. Ja, und Triple H, Alter. Wir töten alle. Komm mal rein mit seinem Cadillac, Alter. Hat ein bisschen gewackelt. Ja. Und sein Kackbruder war halt eine Null. Ja, der Chavo, ich sag's dir. Chavo. Oder hier, der Afro-Boy, der alle Weiber immer hatte. Afro-Boy? Ja, der hatte so ein Afro. Als der Godfather, Alter? Nein, auch um Gottes Willen. Das war so ein Latino. Also den, wo ich jetzt denke, den du meinst, das ist der, der immer in so einen Apfel gebissen hat, der den Gegner immer ins Gesicht gekotzt hat, ja. Wrestling Afro Apple Spit. So, wenn ich da bei Google jetzt nicht den richtigen finde. Na, siehste. Das ist er. Kalito oder so heißt Kalito, Junge. Ja. Kalito. Ja, das war ein richtiger Wichser, Alter. Das ist mein Vetter, Alter. Echt? Natürlich nicht. Echt? Boah, da werde ich emotional, wenn ich daran zurückdenke. Ja. Das war wirklich ein richtiger... Ja, der war auch scheiße. Vor allem, stell mir vor, der rotzt jemand so ein Stück Apfel in die Fresse. Der ist ja, war einfach nur ein widerlicher Spast. Ja. Sorry, aber so ist es. Ah, hier ist halt, hier auch schön, ne? Ja, ja, ich finde das eine geile Gegend. Amen. Okay, also ein Erz bekommen ist da. Hier ist Erz. Hier ist auch einmal. Hier bei mir. Oben. Hier sind zwei Metallvorkommen. Guck mal hier. Da. Ja, das ist ja geil. Das heißt, bei dir sind gerade drei? Ja. Vier sogar, wenn man. Zeig mal. Fünf. Zeig mal. Guck mal, da ist auch noch einer. Ja, dann machen wir hier. Hier sind wir safe vor T-Rex, die vorbeikommen. Meine Mutter mal wieder zu Besuch ist. Aber wenn die was Leckeres zu trinken mitbringen, ist nicht schlimm. Das stimmt. Also hier können wir so, ich sag mal, so eine 3x3, 4x4 Base bauen. Schön mit ganz viel Schmelzen. Können wir noch ein bisschen Dächer nach außen. Dass wir so ein bisschen Plateau haben. Können unseren Flughafen. Können wir nicht so eine Hollywood-Hills-Villa hier irgendwie machen? Ja, genau. Ja. So mit Veranda und so. Ja. Lass mal mir. Und schwimmen. Lass mir. Schwimmingpool, Alter. Ja. Lass mir randern in Sevilla. Ja, genau. So. Man könnte auch so ein Holzfundament machen. Damit so, mit so. Und dann Stein drauf. Ja. Auch schick. Okay, du machst Holz von der Wände, mach ich Wände, oder? Das ist mir, hey, aber Holz, ich dachte Stein dann, oder? Oder alles? Ach, Stein, drauf. Wände dann. Mir ist das Hacke wie. Ich würde es so ein bisschen stylisch kombinieren wollen. Wir können kombinieren. Dass wir eine Wand Holz machen und eine machst du einen Stein, weißt du? Vielleicht sieht das ja sick aus. Vielleicht abwechseln ist, glaube ich, scheiße. Okay, so dann machen wir Steinwände. Wollen wir eher das da unten so machen? Oder hier oben so? Genau, dass du da so quasi, füllen. Dass du das so füllst, richtig. Ah. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Ich kann das Keukarpfig versuchen. Vielleicht sieht's ja geil aus, vielleicht sieht's auch richtig scheiße aus. Das sieht wahrscheinlich scheiße aus, oder? Nö, würde ich so nicht. Mach mal. Ich guck dir mal ein Weilchen zu, weil bei mir dauert das ja eh wieder. Alter, pass genau, Kalle! Ja, war doch geil, die Idee! So. So, ich habe hier sehr viel Shit dabei, den ich gar nicht brauche. Vor allem Sand ohne Ende. Ich muss sagen, ich finde es sehr geil, dass wir hier in der Wüste sind, weil ich fand es auch beim letzten Mal, hat man vielleicht auch gemerkt, am coolsten. Hier wurde geprügelt, ja, hier gibt es geile Viecher, die ich noch nicht kenne. Hier haben wir ordentlich was erlebt auch und alles. Ja. Ja. Weißt du, was auch geil ist? Wir können hier so eine Hawaii-Hütte bauen. LOL! Was ist der für einer? Geh mal. Nee, warte mal. Ich hab ihn, wie zähme ich den? Alter, ist das ein hässliches Nee, warte mal. Ey, Motte! Bleibst du jetzt hier? Ich kann die abschießen. Nee, locker kann man die irgendwie füttern mit was. Mit Kacke. Kack mal. Ich muss das einsammeln. Kann ich scheißen! Hey, behalt sie im Blick, die Motte. Er muss kacken. Ich sammle auf. Also, check 24. Alter, du bist hässlich. Ich? Guck mal, wie der hässlich ist. Oh, ich hab was geboxt. Kann man die nicht einfach betäuben? Hier, Kacke. Warte, Dings? Schleuder? Bola? Ach so, Schleuder. Hast du Fasern? Ich hab Fasern hingeschmissen. Wo ist das Vieh hingeflogen? Ja, hier runter. Da, ja, da fliegt er runter. Behalt du ihm im Auge, ich craft. Okay, warte mal, Genie, komm schnell her. Keine halben Sachen mit der Motte, Alter. Ist ja unnormal geil, wie die aussieht. Hässlich wie die Nacht, aber... Mann, wenn der an Sattel raufkommt! Ehre. Ehre. Geht anscheinend nicht. Sonst baller ich den jetzt einfach... Du triffst nicht, du wirfst es in die Wand. Nein. Doch. Hä? Ich bei bin mir hast du richtig in die Wand geworfen. Okay, ja, warte. Mach ich jetzt höher? Nee, genau drauf. Ja. Jo, können wir das vielleicht gleichzeitig machen? Ach so, ich hab doch gesagt, ich mach das jetzt. Gut. Perfekt. So, willst du auch jetzt mal mit draufhauen, oder? Warte, gleichzeitig. Okay. Ja, 1, 2, 3. Nein. Ich zitter schon. 1, 2, 3.
Doppelter Treffer. Oh, der vergiftet uns, ne? Wir dürfen da nicht nah ran. Der scheißt halt, wenn man den abschießt. Ne? Unter dir ist MG. Weg, links hoch ziehen. Schönes Ding. Er hat sich entspannt. Auch entspannt. Drei. Warte, ja, ja. Zwei. Eins. Go. Ja, deswegen, nicht nah ran. Ja, der kackt voll. Dich voll. Ja, lass ihn mal flattern. Oh, oh. Das Belohnt. Ist ideal. Belohnend. Alla. Genie. Bist du ready? Jo. Oh, der ist tot. Ich glaube, der ist tot. Nein, bewusstlos. Oh, GG. So, ich leg mal Scheiße rein. Aber du bist voll geschissen, ne? Ist mir egal. Ich leg mal hier Beeren rein. Wir gucken mal, was der Snacky dich snackt. Ey, da war gleich eine Motte. Ja, geil. Stinkt schön. Oh. Ne? Da mach ich schon mal ein Bettchen, oder? Ja. Wie nennen wir das Vieh? Maxim? Ja. Das ist doch so, ist so ein Stinker. Wobei Maxim ist eher so ein Skarabäus, so ein Scheißekäfer. Das ist eher so Kutschi. Kutschi-Gang. Kutschi-Gang, Kutscher oder Kutschi? Ach, Kutschi. Guck gern beim Maximilian Knabe vorbei, ne? Hand of Bloody. Soll ich auch mal deinen Uncut-Kanal kombinieren oder nein. Deinen? Du sollst meinen Hauptkanal bewerben hier. Ansonsten könnt ihr uns natürlich nochmal sagen, ob wir das Ding vielleicht besatteln können. Ja, ob es eine Möglichkeit gibt, darauf rumzureiten. Und was er kann. Und was er kann vor allem, außer Scheißen. Was ist dein USP? Ja, und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder oder demnächst. Ne? Haut rein, tschüss. Viel Spaß im Ranked.